Also das erste Opfer wurde vor 3 Jahren gefunden. Das erste belegte Opfer. Es sind jetzt 65 Fälle. Die Zeitung kam auf 83. Und die Frauen, die vermisst werden? Wieder dasselbe Zahlenspiel. Die einen sagen 100, die anderen dagegen 350 und mehr. Sie sind da, um aufzuräumen, stimmt's? Aufräumen und später übernehmen, wenn der Chef befördert wird, hä? Die Leute reden viel. Ein Serienkiller? Keinerlei Anhaltspunkte. Die Opfer haben nichts gemeinsam. Insgesamt 83 Morde in den letzten 3 Jahren. Das klingt nach Weltrekord, oder? Meine Güte, sieh mal einer an. Das haben die Gringos aber ganz schön flott gebaut. Die haben erst kurz nach ihrer Ankunft damit angefangen. Tja.